Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Eine kleine Frühlingstour mit diesem wunderschönen Scania. Und wir starten einfach mal den Motor und werden jetzt unsere Blumen Richtung Norden bringen. Ja, der kam ja richtig gut an bei euch. Natürlich sieht das schon ein bisschen tussihaft aus mit der Farbe. Aber trotzdem, lila ist auch eine Farbe, die finde ich gut. So. Dann werden wir jetzt versuchen, so geschwind wie möglich auf die Straße zu gelangen. Ja, der Innenraum und Muschi sitzt natürlich auch wieder am Start. So, ja, was ist hier los? Ja, du wirst dich jetzt nicht hier hinstellen, ne? Ja, komm, jetzt. Ach, das, nee, ich schaff das nicht. Aber was ist denn hier los? Mal ein bisschen rollen hier. Wenn die Busse hier kommen. Und jetzt. Ah, komm. Oh, ja. Gut, wir haben es geschafft. Oh. Wir sind erstmal auf der Strecke. Und ja, wie gesagt, ich habe ja hier diesen Frühlingsmod drin. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ja den Link dazu. Das ist hier halt ein bisschen frühlingshafter aussieht. Also hier hinten diese Blümchen oder Bäume, die blühen. Und ja, wir gehen aber trotzdem nochmal auf die Karte. Wir sollen nach Polen. Auch die Karte hat sich ein bisschen geändert. Da habe ich ja auch noch diese MHA Pro Map XYZ drin. Und jetzt fahren wir mal weiter. Gut, ab nach Polen. Und dann werde ich auch die Tage nochmal. Vielleicht habe ich es ja schon rausgebracht. Naja, irgendwas wird dann nochmal kommen. Eine Mod-Vorstellung. Aber diesmal sollen Autos kommen. Und jetzt geht's nach Polen. Na, warum blinke ich denn eigentlich? Ja, ja. Und ich glaube, das sind solche Besonderheiten. Hier dieser... Das ist nicht die richtige Pro-Map. Die muss man sich herunterladen. Aber diese funktioniert auch, so wie ich gehört habe, mit der Version... mit der Russ-Map. Ich fahre mal ganz langsam... Ja, sieht aber cool aus. Und ja, diese Version ändert kleine Features, so wie hier Gebäude und ja, Parkplätze und sonstige Sachen, ne? Gegenüber der Standard-Vanilla-Map. Aber jetzt geht's los. Lasse ich erstmal so drin. Ihr solltet aber, wenn ihr diese ja, Map benutzt, also diese Änderung, kein Soundmod oder sonstige Sachen, und das kann auch bei dem LKW sein, dass, wenn ihr hier noch irgendwelche Innenraum-Deko-Sachen ranbaut, das Spiel dann abstürzt. Deswegen immer wieder vorsichtig sein mit irgendwelchen Aktivierungen von Mods, ne? Nicht, dass das Spiel abstürzt. So, warte mal, ist da die Schranke, da ist die Schranke unten. Dann muss ich hier lang fahren. Oder geht die denn automatisch auf? Ich weiß es nicht. Wir fahren trotzdem hier erstmal durch. Ist nicht besetzt? Was ist da los? Warum ist hier niemand? Na, kostenlos. Tja, was ist der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos? Ganz einfach. Meine Ausbildung war kostenlos. Von euch war die umsonst. Nein. Natürlich nicht. Das sollte nur ein Scherz sein, ne? Ging vielleicht nach hinten los. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Ja, um als ein Kumpel irgendwie das zu verdeutlichen, macht es schon Sinn, wenn ihr da jemand habt, der ein bisschen dämlich ist in der Schule. Und dann könnt ihr den dann einfach mal so ja, an die Backe knallen. Ja, weil es ist natürlich traurig, wenn die Ausbildung, die Schulausbildung für den einen oder anderen doch umsonst war, ne? So. Da fahren wir doch. Ja, ich werde dann aber auch, wenn ich die Tour hier zu Ende habe, wieder einen anderen LKW mir aussuchen, weil ich möchte die Tage noch was anderes ausprobieren. Und zwar, oder die Tage des Wochenende, was jetzt kommt. Wir haben heute den 29.04. Freitag, gerade frisch von Arbeit gekommen. Und hier, oh, guck an, schön Pulli, ne? Ja, werde ich auf jeden Fall die Videos vorbereiten für die Sonntagstour. Das werde ich bestimmt am Samstag machen.
Und dann bedeutet das, ich werde diesen Mod hier erstmal runterschmeißen, aber dafür wird es dann nächste Woche wieder was anderes geben. Ne? Dass halt ein bisschen Abwechslung kommt. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit immer mit den gleichen LKW hier rumfahren. Und für die Sonntagstour werde ich mir dann definitiv irgendwas anderes holen, einen anderen LKW, der halt nach Russland passt. Ne? Macht Sinn. So. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Warum fahren die jetzt hier so langsam? Muss ich ja ein bisschen abbremsen. Geht doch ja nicht. Komm, komm, komm. Ach, verdammt. Jo, läuft. Wir schauen mal, wie weit ist es. Ach, ist ja nicht mehr weit. Das ist heute nicht so ein langes Video, ne? Das ist ja angenehm. Dann kann es doch ganz schnell und geschwind hier lang gehen. Mal sehen, wo wir denn überhaupt rauskommen. Wir überholen den mal geschwind. Wir dürfen. Wir fahren mal nicht ganz so schnell, ne? Weil der hat sich denn ein bisschen zickig hier, der LKW, wenn ich dann zu doll einlenke. Und der hat hier noch ordentlich Stahlrollen. Bringt er wahrscheinlich zum. Ja, vielleicht zum Autowerk hier in Polen. Gibt es da überhaupt ein Autowerk? Glaube schon. Von irgendwelchen Herstellern gibt es da bestimmt ein Werk. So, fahren wir mal rein. Cool wäre es ja, wenn die denn noch so aufblenden würden. Ja, Kumpel, du kannst jetzt dich wieder einordnen. Und da kommen ja auch immer wieder die Fragen, warum ich so viel Geld habe. Nochmal für diejenigen, die jetzt das hier sehen. Ich habe jetzt 1,3 Milliarden. Nervt mich selber ein bisschen, aber naja. Und zwar, wenn ich hier solch einen LKW habe. Na, ihr seht schon. Dann bedeutet das, dass ich ja den passenden Trailer brauche. Und wenn ich mir einen neuen Mod runterlade und ihn dann nehme, den LKW, dann spawnt man ja an seinem Haus, also seine Hauptstation. Ja, und das ist bei mir Berlin. Nun kann es aber vorkommen, dass dieser Trailer nicht in Berlin verfügbar ist. So muss ich denn quasi woanders hin spawnen. Oder ich nehme das halt mit diesem Flugmodus, ne? Wo ich dann dorthin gehe. Mache ich jetzt. Vorher habe ich das nie, ja, für mich ausgenutzt. Jetzt mittlerweile geht das. Und werde auch immer solche Touren am Tage machen. Weil am Tage sieht man halt mehr. Und das ist für euch auch wesentlich interessanter, sowas hier am Tage zu sehen, bevor ich hier am. Oder im Dunkeln hier lang kruse, das wäre dann, oh, was ist denn hier los, ey? Ja, ist ja dann doch ein bisschen unangenehm, wenn ich das hier im Dunkeln mache, dann seht ihr ja den schönen LKW nicht. Na gut, also damals bin ich hier hin und her gespawnt. Das ist ja mein dritter Versuch hier mit dem Euro Truck Simulator. Das eine Mal habe ich meinen Rechner neu gemacht und den Spielstand nicht gerettet und das andere Mal war der irgendwie defekt und wollte überhaupt nichts mehr gehen. Nun musste ich das dritte Mal anfangen und habe mir dann, glaube ich, 15, 10 oder 15 Millionen, ja, gegönnt. Weil ungefähr so viel hatte ich auch damals gehabt. So 8, 9 Millionen hatte ich dann selber schon irgendwie auf dem Konto. Gut. Und durch das Hin- und Herspawnen, ja, kann es ja sein, dass eure Mitarbeiter, wenn ihr welche eingestellt habt, die na, fahren ja natürlich weiter. Ja, und erwirtschaften Geld. Ich kann zum Beispiel keine Mitarbeiter mehr einstellen, weil ich habe das Limit erreicht. Können wir ja dann nachher nochmal schauen, wie hoch das Limit ist. Ah, komm, da kommt der Renault. Oh, den nehmen wir jetzt aber voll die Vorfahrt, ne? Nee, der fährt ab. Ach gut, alles klar. Gut, und dann habe ich halt das Problem, wenn du hin und her spawnst, um den gewissen Trailer zu haben und sonstige Sachen, dass das halt nicht passt. Weil ich möchte schon irgendwo ja einen hübschen LKW haben und wo ich sage, ja, der Trailer, der passt da richtig gut dazu, ne? Weil ich möchte ja nicht mit irgend so einem 0 auf 15 Trailer hier rumfahren. Gerade wenn ich hier so eine Combo-Sachen mache oder mit einem ja, Coca-Cola-LKW rumfahre, dann sollte schon der Trailer auch nach Coca-Cola aussehen, ne? Macht Sinn. So. Deswegen bin ich damals manchmal von einer ja,
Station zur anderen hin und her gespawnt, bis ich dann irgendwann mal den passenden Anhänger habe. Schlimm war es zu Weihnachten, da wollte ich unbedingt den, ja, Coca-Cola Weihnachts-LKW machen. Und das bedeutet, dass ich mindestens 50 Stationen hin und her spawnen musste, um das zu kriegen, weil ich das nicht mit dem Fliegen gemacht habe. Naja, gut. Oder mit den Go-To-Stadt XY, wo dieser Anhänger ist. Und ja, wie gesagt, Ikea ist am Start. Lässt er mich jetzt lang hier oder was? Oh, der ballert hier einfach durch. Na, fahre doch. Fahr doch, du hast doch Vorfahrt, du Ei. Ja, da brauchst du nicht zu gucken. So, jetzt kann ich aber, ne? Der fährt hier eine Gritze zurecht. Der ist wahrscheinlich ortsunkundig hier, ne? Kommst du aus Polen? Musst du doch wissen, was hier los ist. So, ja, und deswegen hat man immer mehr. Was ist denn hier los? Was ist mit dem Bengel? Was ist denn los mit den Knöchel? Fahre doch mal, du Ei! Ja, deswegen habe ich nach und nach immer mehr Geld hier auf meinem Konto. Und das ist der einfachste Grund, ja. Aber selbst jetzt beim American Truck Simulator, wo ich da nicht rumgescheatet habe, habe ich schon ja ein paar Millionen zusammen. Ist auch dahergehend, dass man, wenn man den Multiplayer mal startet, oh, das ist ja, das passt ja richtig hier, oder? Mit den ganzen Blumen, Blümchen hier, lila Blümchen. Oh, ist auch schön, ne? Sieht doch gut aus. Gut, ja, und das geht eigentlich recht fix, ja. Ihr solltet schon ein bisschen fahren und dann so schnell wie möglich, wenn ihr euch einen anderen LKW besorgt, dann holt euch einfach einen günstigen LKW, einfach ja, fahren lassen, ja, und spielen. Und dann läuft das auch. Dann erwirtschaften eure, ja, Arbeitnehmer auch irgendwo noch Geld, ne. Umso mehr Erfahrung zu haben, umso weiter fahren die auch Strecken, umso mehr Geld gibt es dann. Aber wenn man denkt hier, ach man, eine kleine Runde zu fahren, dann läuft das nicht so. Ja, dann ist so wie in jedem Spiel. Umso länger ich spiele, umso mehr Items, Erfahrung oder auch Geld bekommt man. Ne? So. Denke ich mal, das ist jetzt ausreichend erklärt. Andere Sache ist, ja, ich habe ein Lenkrad G27, es steht hinter mir und es steht auch gut da, weil ich jetzt so schnell das Video mache und ich viel mehr Spaß habe, mit Tastatur zu fahren, weil ich dann hier so schön rausgehen kann mit der Maus hin und her und mir das alles hier noch angucke. Und jetzt muss ich gucken, ob ich hier rein muss. Ja, ich muss hier rein. Dann kann ich hier rumgucken. Ich kann es auch automatisch machen. Aber das will ich nicht. Ja, weil Muschi guckt sich hier Windows 10 an auf dem Tablet. Und alles ist gut. Da kann ich auch gucken, ob ich richtig fahre. Na, läuft doch wie ein Länderspiel. So. Was ist denn das eigentlich für eine Stadt? Egal, irgendeine Stadt in Polen. Wir werden unsere Lieferung abgeben. Gucken wir uns das einfach mal an hier. Jo. Schön. Na, das läuft ja. Wir sind auch bald beim Ziel. Das passt ja. Ich dachte eigentlich, das Video wird kürzer, aber das passt doch optimal. Wie viele Kilometer haben wir denn überhaupt noch? 17 Kilometer? Ja, aber. Das passt. Hier diese verwinkelten Straßen. Schön. Das Weiß blendet mich aber so ein bisschen, ne, auf der Straße. Das hat wahrscheinlich was mit der Lichteinstellung. Ja, im Frühling geht halt die Sonne, steht halt anders am Horizont. Wäre jetzt auf jeden Fall nice, wenn man jetzt so lang fährt und die Sonne einen so ein bisschen ins Gesicht blendet. Aber nicht um die Uhrzeit, wo wir es jetzt haben. Na, machen wir hier rein. Und dann müsste man hier das Rollo runterziehen oder man setzt sich eine Sonnenbrille auf, ne? Vielleicht kommt ja sowas mal. So ein dreckiges Lachen von mir, ne?
rum hier. Wir müssen hier gleich hier rein. So. Machen wir mal schön gemütlich. Supermarkt. Eieieiei. Ich hoffe, ich bin doch. Ja, ich bin hier richtig gefahren. So, was haben die hier alles für Autos? Audi, Passat, ja, Volvo. Gut, dann fahren wir hier hinten. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier ordentlich abgeben können. Ja. Wer hat denn hier die Kisten hingestellt? Hier los. Keine Ordnung hier auf dem Hof oder was? Wir stehen so hoch. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Ach, guck mal, hier steht schon der andere Anhänger. So, ist doch schön. Warum macht er mir wieder Einblendung? Sollen wir es mal probieren, hier einzuparken? Ich wüsste es selber nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das hinkriege. Gerade mit so einem Trailer. Ich probiere es einfach. Wenn es mir dann zu doof wird, dann, dann drücke ich da einfach mal die Taste. Ihr wisst ja, ich parke nicht so gerne ein hier. Ich sehe schon, das wird so nicht hier. Nee, guck mal an. Hey, ich hab's geschafft. Super, großartige Leistung. Sonst sitze ich ja noch eine halbe Stunde länger. Und Level 32, ja, da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich zu fahren, ne? Und das war's. Wir gehen nochmal zurück. Da steht er, gemütlich. Langes Teil. Wir machen den Motor aus. Ne, wir wollen sagen, erstmal Pipi ausmachen. So, das war's dann mit der Tour. Wir werden definitiv noch öfters solche, ja, Tandem-LKWs. Es wäre auf jeden Fall mal cool, diese neuen langen LKWs, wie hießen die nochmal, die es in Deutschland noch nicht so richtig gibt. Quasi soll irgendwann mal kommen. Und diese Gigaliner, genau, Gigaliner. Wenn wir da mal einen ordentlichen, ja, Mod haben, dann werde ich sowas mal zeigen. Oder ihr schreibt es mir einfach mal unten den Link hier rein. Dann sehe ich mir das mal an. Und ja, mit den Worten macht der Maximus den Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.